Herzlich willkommen in Niendorf. Ich habe da mal was vorbereitet. Ach, wie schön. Jo. Freilaufende Hunde, Pferde am Strand, ein absoluter Traum. Und dann. Moin, hier sind Nils und Onkel Roland. Ja, vom Skipper Guru. Wir sind in der Sailing City Kiel und haben auf der Reise zum Royal Yardmaster jetzt noch die Qualifikationsstufe, die drei davor ist, meiner SSS-Prüfung abzulegen. Ich bin schon einmal erfolgreich durchgefallen in der Praxis. Das müssen wir jetzt noch reparieren. Und zwar auf der Santa Maria. Santa Maria. Aber vorher müssen wir noch was einkaufen, denn es wird kalt. Hier. Und was brauchen wir noch? Hier. Sixpack. Ein Sixpack. Alles klar. Bis später. Sixpack. Ich glaube, ich brauche so einen Teletubby-Anzug. Und ich habe einen Pinkler. Was, du hast einen Pinkler da drin? Eingebaut, einnähen lassen. In deinem Truppenanzug? Ja. Oh, jetzt muss ich es kaufen. So, will ich ja sowieso. Ja, also, ein paar schöne. Was, Toilette? Ich habe so ein Papier. Und so führte uns der erste Weg direkt, wie angekündigt, in den Getränkemarkt. Denn zwischenzeitlich hatte uns von der Santa Maria ein Notruf erreicht. Konsequenter Biermangel an Bord. Das geht natürlich nicht. Das Beste für den Skipper. Ist übrigens original Ankerbier. Zum Glück kein Einlaufbier. Nach diesem durchaus umfangreichen Herreneinkauf machten wir uns also auf den Weg, um sie zu treffen. Unsere neue Freundin Santa Maria. Der Weg führte also durch den Kieler Stau direkt zum Yachthafen Dusternbroek, um uns dort mit unserer SSS-Ausbildungscrew zu treffen, nämlich dem Sebastian, dem Thorsten, dem Berthold und Ralf. Ja, und während Ronald und ich im Auto noch das ein oder andere Scherzchen machten, ackerten wir uns voran bis an die Hafenmauer. Da ist sie, Santa Maria, bewohnt von Ralf. Wir haben das gute Wetter dabei. Anstatt uns erstmal zu begrüßen. Nein. Die klauen unser Bier. Hallo, Bier ist. Grüß dich. Wir haben uns du ohne. Siehst sehr gut aus so. Ja. Jetzt, mein Lieber. Alles gut. So, Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen? Erlaubnis erteilt. Ist noch Santa Maria. Weiter. So, wir sind auf der Santa Maria, eine Le Comte 45 Fastnet, ein Baujahr 1970. Und hier ist der Mann, der sie verantwortet und verwaltet und liefert, der Sebastian. Herzlich willkommen, meine Lieben. Die Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen, habe ich schon erteilt. Es freut mich ganz besonders, meinen Freund Ronald begrüßen zu dürfen und meinen super Freund Nils. Ihr wart ja schon zusammen segeln, habe ich gehört. Ja. Ihr wart schon Segel. Naja, Segel ist ein bisschen kurz gekommen, habe ich gehört. Guck mal, was da passiert. Da klaut einer was. Morgen. Okay, jetzt habe ich das. Bis morgen. Okay. Ah. Was ist versalzen drin? Nee, Onkel Ronald hat wieder seine Chili-Gummibärchen verteilt. Ah, nur starke Bär können wir treffen! Nur starke Bär!
Hat hier mein Feuerzeug. Oh, die riecht ja unten wie ein Schiff riechen muss. Oh, die. Geil, ne? Oh. Lokalrunde! Schauen wir mal, was hier noch geht. So was geht immer. Nicht krank. Also, Onkel Ronald hat uns Getränke mitgebracht. Ruhig jetzt da. Ruhig! So, Onkel Ronald. Onkel, weiß ich nicht, ich habe das so angefangen. Onkel Ronald hat uns Getränke mitgebracht. Dann hör mal auf damit. Ein St. Pauli Moin. Es hegt sich reger Widerstand, es zu trinken, aber wir probieren das jetzt mal aus. Leute, das ist ein Rum, mir nicht. Hast du schon ausgetrunken? Nee. Das kann nichts werden, jetzt, wie du das Moin ausgesprochen hast. Nee, das ging nicht. Das war ein schwules Moin. Ja, super. Ja, tschüss. Prost. Herzlich willkommen in Kiel. Ja. 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 Schön, dass ihr es einrichten konntet, hier an Gott mit sein zu dürfen. Ne? Und überhaupt und generell, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Nun sag mal nicht so viel. Prost. Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ne? Ich wollte die Rede ja nicht so lang machen. Ach so, also, jetzt. Prost. Also du weißt schon, eine gute Rede ist wie ein Minirock, ne? Kurz und knapp, aber das Wesentliche abdecken. Okay. Unser romantisches Zusammentreffen am Vorabend hatte selbstverständlich diszipliniert bis 23.15 Uhr gedauert und dann sind doch alle sehr, sehr brav und zufrieden in die Koje gefallen. Am früheren Morgen, so ab 9 Uhr, ging es dann mit der Santa Maria ins Hafenbecken. Zuerst stand auf dem Programm, das Boot gut kennenzulernen, da die Hafenmanöver mit An- und Ablegen in verschiedenen Varianten eben in der SSS-Prüfung gefragt sind und wir hier noch auschecken mussten, wie wir die Santa Maria elegant an den Steg gelegt kriegen. Santa Maria hat nämlich aufgrund ihrer sehr eleganten, geschwungenen Rumpfform ein bisschen anderes An- und Ablegeverhalten, als man das von anderen Booten gewohnt ist. Und so brauchten wir eine Vorspring zur Mittelklampe, damit das Boot dann auch ordentlich eindreht beim Eindampfen. Gleichermaßen eine Besonderheit und zum Segelsetzen und Segelbergen wichtig, ist auch immer die Frage, mit welchem System denn die Segel bedient werden. Im Falle der Santa Maria ist es ein nicht ganz so häufiger Rollbaum, das heißt, das Segel wird wie so eine Leinwand nach oben und unten gefahren. Das ist erstmal nichts Besonderes, aber wie immer, jedes Boot will mit all seinen Leinen, Fallen und Winschen dann doch kennengelernt werden, damit man weiß, wie die Segel hoch und runter gehen, wie man korrekt trifft und damit das alles auch schnell und elegant funktioniert. Jo, wir sind hier jetzt am Ende unserer Reparaturübungen für den morgigen Tag. Und wenn man jetzt nach da hinten guckt, kann man die wunderschönste deutsche Baustelle sehen, die es gibt. Ah, die Gorch Fock. Aber leider, gucken wir mal. Oh, ihr Überboot, ein Steuerbord. So, den da müssen wir noch retten jetzt einmal zum 300. Mal. Im Perfektionstraining. Zehn. Fünf.
4, 3, 2, 1. Boje jetzt am Bug. Da kommt er. Und der Orangemann ist gerettet. Nein. Nein, Bus weg. Nehmen wir bitte aus dem Krieg. So. Steuerbordkanonenschoten öffnen! Wir öffnen. Laden! Ist geladen! Schaut ganz schön neu aus wie so ein altes Schild. Ich dachte ja nicht so mit dem Fernglas hingucken, ist ja ein Militärfahrzeug. Ja, moin moin. Wir wollen einlaufen. Wir gehen ganz viel nach Wohlkommen. Ja, genau, wir laufen nach draußen an die Kontrolle, aber das sollte ja kommen. Ich auch so, wir sind viel raus. Danke. So, sind wir soweit? Es gibt ja Momente, die wiederholen sich in meinem Leben. Und es gibt immer noch, das heißt, man kann sich an Bord sehr verletzen. Und ich glaube schon wieder, ich muss sterben. Ja, das Ding hat auch hier so ein Ding geholt. Alte Regel, die Winch ist immer härter als das Knie. Prüfungsmorgen. Bitte jetzt kluge Beiträge. Leck mich am Arsch. Ab 13 Uhr. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind heute etwas out of order. Wir senden wieder ab 13 Uhr mit neuesten Berichten. Sebastian, Werbung. Kannst du mal einen Ernst hier anbringen? Werbung. Schalte jetzt endlich auf Werbung! Guten Morgen aus Kiel. Wir erwarten jetzt die Götter vom DSV, die uns jetzt am Bus nehmen werden. Ein zweites Mal in unserem Leben, wie wir, glaube ich, schon das ein oder andere Mal beleidigt angemerkt haben. Deswegen beendet jetzt hier die Berichterstattung. Die Prüfung selber dürfen wir natürlich nicht filmen. Und wir melden uns wieder, wenn die Gefahr vorüber ist. Und es sei natürlich gesagt, dieser Film wird nur veröffentlicht, wenn es auch erfolgreich läuft. Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen anti-intuitiv. In diesem Sinne, wir drücken uns jetzt die Daumen. Und wenn ihr dies hier jemals zu Gesicht bekommt, dann ist es leider fürs Daumendrücken schon zu spät. Trotzdem herzlichen Dank für alles Mitgefühl, das ihr euch habt. In diesem Sinne, bis später. Thorsten, deine letzten Worte vor der Prüfung. Was soll passieren? Himmel ist unter uns, die Erde auch, aber der Himmel kommt nie runter. Deine letzten Worte vor der Prüfung lauten? Meine letzten Worte vor dieser Prüfung lauten, ich meine ich jetzt ganz ernst, ich wünsche allen von der Crew toi 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 und ich denke, wir sind gut vorbereitet und ich habe das Gefühl, dass alle das schaffen werden.
Sehr gut. Donald, deine letzten Worte. Ich gebe Bände. Professor Naumann, deine Chance. Letzte Worte vor der Prüfung. Oh Gott. Ja, wir wuppen das Teil. Wir sind zuversichtlich. Und wir werden uns nicht wie beim letzten Mal auf der letzten Sekunde aus dem Rennen werfen lassen. Wenn dann gleich vorher oder wie auch immer, aber nicht auf die letzte Sekunde. Ja. Berthold, deine letzten Worte vor der Prüfung. Ich hab's nicht, ich hab's nicht, ich hab's nicht. So, wie sehen glückliche Seemänner aus nach der bestandenen höchsten nautischen praktischen Prüfung? So sehen sie aus! Deine ersten Worte! Ja, geil! Geil. Deine! Glück gehabt! Hier, Ausbilder Ronald. Ich war entspannt. Ja, sehr schön. Sebastian. Ja, Kunst kommt von Können und insofern haben wir gezeigt, was wir künsten. Ralf, deine letzten Worte. Ja, ich habe ja gewusst, dass ihr das schafft und von mir nochmal Glückwunsch. Also, ja, toll gemacht, ja? Toll gemacht. Und jetzt? Du hast noch einen zweiten Versuch. Alles gut. Ah, ich hab's auch geschafft. Und so ging ein 6-stündiger Prüfungsmarathon zu Ende und vielen von uns fiel doch eine Last von den Schultern, denn immerhin hatten wir uns so etwa 2 Jahre auf diesen Tag vorbereitet und dafür einige Umwege in Kauf genommen. Ja, aber wie das mit solchen Ausbildungen so ist, ob man jetzt ein besserer Segler ist, sei völlig dahingestellt, aber eine SSS-Befähigung ist natürlich der Start in das weitere Seglerleben und insofern ging es jetzt auch für die Santa Maria ins Winterlager. So, auf geht's mit der Santa Maria ins Winterlager auf die Raderinsel. Jetzt fahren wir in den Nord-Ostsee-Kanal. Ein Mysterium und ein Wunderwerk des Bautenbaus auf dieser Erde. Der Mensch ist einfach zu großartig und fähig, wenn er nicht gerade am Kneipentisch festhängt. Der Schleusvorgang im Nord-Ostsee-Kanal ist so ein bisschen eine Glückssache. Das kann durchaus sein, dass man da eine oder mehr Stunden warten muss, bis man drankommt. Wir hatten an dem Tag wie immer Schweineglück. Wir waren natürlich mitten beim Kippenholen für Ronald, als die Sportboote quasi in die Kammer gerufen wurden. Ja, da legt man dann einfach links oder rechts an, wo Platz ist, macht sich ein bisschen fest und wartet, bis der Spaß vorüber ist. Die Hubhöhe liegt übrigens so etwa bei 30 cm, ist also gar nicht so spektakulär. Und wenn man nicht genau hinguckt, sieht man gar nicht, wie viel oder wie wenig da geschleust wird. Ich will da hinkommen.